Das Lied von Wir sind Helden, nur ein Wort. Absolutes Lieblingslied. Gerade bitte tut mir einen Gefallen, sobald das Video, der Vlog vorbei ist, macht das Lied an. Danced up wie crazy. Wenn es euch peinlich ist, dann geht in euer Zimmer. Wenn die Nachbarn gucken, dann macht den Roller runter und danced einfach nur zu diesem Song ab. Richtig abgehen. Guten Morgen. Vegan Savages. Es fühlt sich so gut an, wieder zu trainieren. Auch wenn es Babytrainings sind. Aber ja, der Bauch ist so weit geheilt, dass ich ein bisschen Core Stability. Hä? Wie kann ich denn immer noch einen Ansatz von Abs haben? Ich glaube, das war einfach nur der Pflicht. Alles klar, da schaltet sich sogar die Kamera aus, weil ich das Ganze ja noch nicht einmal Abs trainieren konnte und sie auch einfach nicht normale Core-Spannung halten konnte. Egal, darum soll es gar nicht gehen. Wie ihr im Thumbnail gesehen habt, zeige ich euch heute ein komisches. Weird ist die Mahlzeit. Ihr denkt so, Bohnen in ein Müsli quasi. Aber hey, ich finde es mega lecker. Und wer sagt, dass man Bohnen nicht in ein Müsli tun kann, genauso wie man Tofu einfach in ein Smoothie tun kann. Und das wird einfach nur cremig, denn Tofu schmeckt so nach nicht viel. Und Bohnen sind nicht per se nur für herzhafte Speisen, sondern man kann alles draus zaubern. So sehe ich das. Aber hey, ich packe auch Ananas auf eine Pizza. Viele würden mich dafür steinigen. Und diese Mahlzeit ist für Tage, wenn ihr eben gegessen habt, worauf ihr Lust habt, aber dann am Ende des Tages so, hey, ich habe heute noch nicht sehr proteinreich gegessen und euer Ziel ist wie meins, Muskelaufbau, und ihr wollt viel Protein oder ausreichend Protein haben, damit ihr eben eine positive Stickstoffbilanz habt, damit ihr diese zusätzlichen Kalorien und Protein und Nährstoffe nutzen könnt, um Muskeln aufzubauen. Also ich achte schon immer auf vollwertige Mahlzeiten, dass ich eben eine Mahlzeit komplett zusammenstelle mit eigentlich immer Proteinquellen und am Ende des Tages genug Protein habe, aber manchmal habe ich einfach nicht so viel gegessen, dies, das. Ich kenn's, man kennt's vielleicht, dass man dann einfach schnell viel Protein haben möchte. Und jetzt zeige ich euch eine Mahlzeit, wie das geht. Ich sehe schon die Comments. Ganz viel Emojis, Kotz-Emojis. Ich finde es so gemein, also unter dem Video würde ich es verstehen, aber egal welches Recipe ich auf Vegans Food poste, wirklich einfach das Leckerste, das Simpleste. Es kriegt halt immer so viele Kommentare jedes Video, dass immer mindestens ein, zwei Emojis, Kotz-Emojis darunter sind. Ich denke mir immer, wie respektlos, wer macht sowas? So, vielleicht schmeckt es dir nicht, aber einfach so, als würde ich einfach, keine Ahnung, Hundescheiße posten. Nein, es sind einfach leckere Pancakes, Waffeln oder Ice Cream, whatever. Aber was ich dann immer zurückkommentiere, ist das Gleiche. Hey, dein Kommentar macht mich, what you put out is what you get back. That's the universal law. Okay, ich beende jetzt mein Training und dann gehen wir in die Küche. Schön wieder zu trainieren. Okay, während ich mir jetzt meine Hände wasche, roll ich einen Clip, wie ich meine Matratze ausgepackt habe. Denn gestern ist mein, oder vor ein paar Tagen ist meine IKEA-Matratze angekommen. Denn ich baue mir oben auch ein Palettenbett, denn Schlaf ist so wichtig. Und ich will hier hochqualitativ schlafen, denn ich schlafe hier seit Jahren auf dem Boden. Habe darüber auch ein Video gemacht, aber jetzt nicht mehr auf dem Boden, sondern habe mir einfach ein hartes Bett gebaut in Berlin, ein Palettenbett. Ich verlinke euch beide Videos einfach unten drunter oder oben in den Infokarten, heißen die, glaube ich. Und ja, roll jetzt den Clip, wie ich die Matratze ausrolle, denn da steht drauf, dass sie 72 Stunden aus soll. Tja, nur Spaß. Haha, so witzig. Lass ich einfach mal da stehen, warte auf meine Paletten, aber heute Nacht werde ich schon auf der Probe schlafen. Ich tue sie einfach auf den Boden, denn nach einer Nacht, da fängt es noch nicht an zu schimmeln, aber auf Dauer. Nein, das war ganz dumm, wieso bin ich immer so da? Okay, denn besonders wenn es kalt wird in Deutschland, braucht ihr immer Zirkulation unter der Matratze. Denn sonst fängt es an zu schimmeln, habe ich schon erlebt. Die Matratze, mein alten WG, hey, tu mir einfach auf den Boden. Das ist ja das Minimalistischste. Und dann wurde Winter und dann irgendwann drehen wir sie mal um und da war da so ein riesen Schimmelfleck drauf.
So, wenn ihr irgendwie in tropischen Regionen wohnt oder so, ist das, denke ich, nicht so ein Problem. Aber in Deutschland im Winter müsst die Matratze unten drunter zirkulieren. Denn wir schwitzen so in der Nacht circa 1 Liter das ganze Jahr, nicht nur wenn es heiß ist. Im Sommer sogar mehr, so um den Dreh. Und deswegen braucht ihr immer Zirkulation. Ich wiederhole mich, deswegen die Paletten, aber eine Nacht, da fängt es noch nicht an zu schimmeln. Und ich glaube, auch wenn man es immer wieder hochstellt, so die Matratze, dann fängt es auch nicht an zu schimmeln, selbst im Winter, wenn man nur die Nacht. Egal, ich laber schon wieder viel zu lange. Ich habe Angst, dass das Keyboard kaputt ist. Deswegen versuche ich hier Zeit zu schinden, aber ich gucke jetzt mal nach. Ich dachte ja, hey, ich sehe ja eh nicht, ob so ein Keyboard kaputt ist, denn ich habe sie eh noch nie benutzt und kann ja eh nicht Keyboard spielen. Aber das sieht selbst ein Laie, dass das so... Nein, das ist abgebrochen. Und mein Bruder schaut meine Vlogs. Xandi, es tut mir so leid. Mami, es tut mir auch so leid. Mann, das war so dumm. Ja, aber ich kann ja die Zeit zurückdrehen, denn ich bin ja Thanos. Oder wie auch immer man ihn ausspricht. The hardest choices require the strongest wills. Today I lost more than you can know. Das Licht ist hier so schön. Wäre jetzt noch der Hintergrund minimalistisch, dann... Aber das ist doch das Schöne hier. Ich rede es mir zumindest ein. Okay, jetzt sieht es so aus. Weirde Mahlzeit. Man nimmt ein Kürbis, eine Avocado. Wir nehmen Apfelmark. Meine Mutter hat hier so eine coole Kombi aus. Oh, ich zitter mal so nach dem Training. Apfel, Guava, Mango und Maracuja. 100 Gramm. 4 Maiswaffeln, ich glaube eine wiegt 7 Gramm, also einfach 4, es gibt ja auch dünnere, also 4 von denen, auch von Alnatura. 30 Gramm Soy Crispies von Koro, ihr wisst ja, 5% mit V-Gains 5. 100 Gramm haben 30 Gramm Protein, nee, sorry, 60 Gramm Protein, so heftig. Ein Scoop VivoLife, nicht Perform, sondern Ritual, habt ihr vielleicht mitbekommen, wir haben neues Protein von VivoLife, was billiger ist, das kann sich, finde ich, jeder leisten. Das hier ist Vanille, es gibt Vanille und Schoko ist mein Favorit, aber Vanille ist auch so lecker. Einfach ein Scoop. Dann Sojajoghurt, 100 Gramm, meine Mutter hat hier im Kühlschrank den ohne Zucker von Alpro. Ein Schuss, ich glaube das sind so 55 Milliliter Sojamilch, ungesüßt und ein bisschen Zimt. Und das Weirde eben, eine halbe Dose, hier deswegen die ich schon auf, weil ich habe das gestern Abend schon gemacht, eine halbe Dose Kidneybohnen. Das alles zusammen. Dauert wirklich keine 5 Minuten und ich habe 55 Gramm Protein. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Soy Crispies habt, weil das ist ja ein bisschen spezieller, dann nehmt einfach Haferflocken, die haben halt weniger Protein. Und wenn ihr Hardgainer seid und einfach noch mehr Kalorien wollt, dann nehmt sowas wie gesundes Granola, hier zum Beispiel von Kellogg's. Und nein, Kellogg's gehört nicht zu Nestle. Das ist aus Vollkorn und das ist wirklich ziemlich gesund. Es hat nur kaum Öl und es ist mit Dattelpaste gesüßt. Und Granola hat einfach extrem viel Kalorien. Wenn ihr Hardgainer seid, dann kann es ruhig auch mit Öl und Zucker sein. Da habt ihr auf jeden Fall schnell Kalorien auf eine geringe Menge. Ich bin kein Hardgainer, deswegen lasse ich es einfach so. Ich würde dann eher, wenn ihr jetzt ein Easygainer seid oder ich weiß nicht, wie das Gegenteil heißt, Fastgainer, dann nimmt einfach mehr Maiswaffeln, weil die haben halt kaum Kalorien, aber viel Volumen, weil die sind ja gepufft. Ich liebe einfach Maiswaffeln so sehr. Kurzer random Thought, was ich heute bestellt habe, weil in Dr. Michael Crager seinem Buch How Not to Diet hat er von einem Rezept erzählt, wie er lila Süßkartoffeln macht. Wenn man sowas in eine Marinade reinlegt und dreht, dass es dann kleben bleibt, also erstmal... Oh, immer die englischen Wörter in meinem Kopf, es tut mir leid. Also erstmal Apfelessig drauf und dann blaues Maismehl, denn Mais, so wie viel Getreide, gibt es hier in vielen Farben, Quinoa und so, denn die Antioxidantien sind ja die Farbpigmente, gibt es in vielen Farben. Es gibt auch so Maiskolben, ich füge euch mal hier ein, der hat einfach so viele Farben an einem Kolben dran. Und ich habe mir jetzt so blaue Mais-Burritos bestellt, ich verlinke sie euch schon mal unten drunter, falls ihr die abchecken wollt, aber ich teste sie für euch in einem der nächsten Videos, deswegen abonnieren nicht vergessen und dann checken wir die mal ab und die sind wirklich gesunde Burritos, also nicht so wie diese Wraps hier, wo halt Auszugsmehle hauptsächlich drin sind, viel Öl und alles mögliche, ihr kennt es ja, ich weiß gar nicht, wieso meine Mom die gekauft hat, wahrscheinlich, weil sie mein, das ist ja noch gar nicht draußen, mein Lidl-Video, ich hoffe, mein Lidl-Video ist schon draußen, wenn ihr das seht, bleibt einfach dran, blaue Maiswaffel-Wraps und weiß blaue Maiswaffelmehl, was auch immer wir damit machen, kommt. Jetzt füge ich das alles zusammen und ich versuche einfach mal ein Recipe-Video draus zu machen, deswegen let's roll the Recipe-Video.
Ich habe da noch ein bisschen von dem Granola drauf gemacht. Nüsse und ein paar getrocknete oder ja, gefriergetrocknete Johannisbeeren. Glaube ich, sind Johannisbeeren. Dementsprechend noch mehr Nährstoffe, Kalorien, noch mehr Protein. Aber ja, optional. Ich wollte euch aber nur mal zeigen, so früher habe ich so, das geht gar nicht. So zum Beispiel Bohnen in so einer Art Müsli. Aber ich finde das so mega lecker. So alternativ kann man auch Beeren nehmen. Ich wollte eigentlich noch frische Beeren drauf tun, also beides Bohnen und Beeren, aber wir haben keine frischen Beeren mehr. Deswegen habe ich hier die gefriergetrockneten genommen. Aber ich finde Kidneybohnen sind so lecker und eben sowas kann man auch einfach in solche Mahlzeiten rein. Viele denken immer nur, diese Sachen passen dazu und das andere geht gar nicht. Und oft ist es auch der Fall, dass es irgendwie eine eklige Kombination ist. Aber man muss einfach mal probieren. Manche Sachen sind mega lecker, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht so gut zusammenpassen. Ja, mir schmeckt es mega lecker, aber es ist halt letztendlich Geschmackssache, wie alles im Leben. Oder nicht alles, aber vieles. Keine 5 Minuten gedauert. Bam, 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 bam. Ich schmeiße einfach viele Sachen zusammen, die reich in Protein sind. Und decke einfach mit dieser Mahlzeit extrem viel Protein in 0, nicht so. Meine Nice Cream und Porridge hat auch so um die 60 Gramm Protein. Aber die dauert halt länger zu machen. Aber das ist mir definitiv wert, weil ich koche auch mega gern. Ich bin gern in der Küche. Ich höre ein Hörbuch oder ein YouTube-Video, Podcast, whatever. Und genießt das voll und nehmt mir da auch die Zeit. Aber wenn ihr einfach mega schnell was haben wollt, dann schmeißt einfach solche proteinreichen Sachen zusammen und ihr habt einfach eine leckere Mahlzeit, finde ich, die extrem proteinreich ist und das Ganze pflanzlich. Kriegst du deine Proteine als Veganer? Ja, aus Pflanzen und schmeißt einfach Sachen zusammen. Genau, wie es dieses Meme beschreibt. That's the story of my life. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr das essen würdet. Peanut Butter. Ja, wie ihr wollt. Ganze Nüsse, Nussmousse. Mousse? Mousse? Okay, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Schaut mal, meine Mom ist so cool. Die fährt einfach ihr Badass BMW. Also, wieso rede ich immer so viel Englisch? Yo, BMW ist eine deutsche Firma und ich bin deutsch, aber ich finde BMW zu sagen ist so cool. Ich schneide gerade das Video und ich wollte euch noch was über eine App erzählen. Abilion Veggie. Ich habe ja schon mal ein Gewinnspiel gemacht. Da seht ihr alle Restaurants um euch, so wie Happy Cow, aber Happy Cow kostet ja was, zumindest die mobile Version fürs iPhone. Und Abilion Veggie ist kostenlos und jetzt, wo die Restaurants wieder aufmachen, beziehungsweise schon auf sind, könnt ihr einfach mal das App runterladen. Wenn ihr meinen Code benutzt, würde ich mich natürlich freuen. VeganStrength ist der Code oder über meinen Link unten das App runterladen. Und dann könnt ihr abchecken, was es für vegane Restaurants um euch gibt. Das App ist kostenlos und jede Review, die ihr da lasst, soll ich euch den Zaubertrick verraten? Beim nächsten Mal. Jede Review, die ihr da lasst, spendet 1 Dollar an Tiere, die es wirklich brauchen. Also keine Bullshit-Organisation, sondern wie die von Earthling Ad. Search heißt die. Ich verlinke euch auch mal einen Link da unten drunter. Und ich verlinke euch auch die Website von Abilion Veggie. Da seht ihr die ganzen Animal Rights Organizations. Die sind wirklich alle legit. Und ihr könnt auch Produkte bewerten oder Produkte suchen und sehen, was andere dazu sagen. Ich habe mir jetzt eine Gewohnheit antrainiert, Produkte, die ich wirklich gut finde, zu bewerten. Denn ich weiß, ey, zack, nach ein paar Tagen 10, 20, 30 Reviews, 30 Dollar gespendet. Kostenlos profitieren, sehen, was für vegane Restaurants um einen rum sind und so weiter. Und auch was Gutes tun, indem jede Review gespendet wird. Und erst ab 10 Reviews wird auch gespendet, also dass mindestens 10 Dollar sind, sonst wäre die Transaktion immer zu teuer, die Gebühr bei 1 Dollar. Aber 10 Reviews hat man ja zack zusammen. Benutzt meinen Code, würde mich freuen, ich verdiene damit ein bisschen Geld. Das ist ein Affiliate-Link. Und so unterstützt ihr mich auch, Abilion Veggie. Die Leute sind so cool, ich bin mit dem Team im engen Kontakt und ich sehe für die eine bright green future. Let's create a bright green. Irgendwann werde ich diesen Song nochmal machen und dann viel besser, weil ich finde die Hook und die Vision einfach so cool, aber der Song flaut halt einfach nicht so. Facts. Let's create a bright green future.